Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Ice. Ja, in der letzten Folge sind wir so ein bisschen chaotisch in der Gegend herumgelaufen, was wir ja eigentlich schon die ganze Zeit über machen, im gesamten Let's Play, ehrlich gesagt. Und suchen immer noch, welche Überraschung, den Kater, unserem besten Freund. Kommen wir da weiter? Ja. Oha. Und haben gerade einen Pillenalarm gehört. Die muss ich dann im Anschluss an diese Folge auch nehmen. Ich wusste ja nicht, wie lange das Ganze dauert. Ray begann, die Hoffnung zu verlieren, als sie plötzlich ein vertrautes Geräusch vernahm. Danny? Lass mich raten, wir können nicht zum Kater, weil hier alles zu ist. Natürlich, was auch sonst. Okay, da ist noch ein Kater. Beziehungsweise eine Katze. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier oben, also entweder da hoch müssen, aber da können wir, glaube ich, nicht rum, oder? Das sind wir ja nur diesen Steg entlang gegangen. Dann gehen wir hier unten mal weiter. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, nach links abzubiegen. Unten drunter oder so. Weil auf der anderen Seite ist doch eigentlich Wasser, so wie ich es mitbekommen hatte. Okay, so wie ich es mir jetzt gedacht hatte, gehofft hatte, funktioniert das anscheinend nicht. Also müssen wir mal wieder einen ganz großen Umweg in Kauf nehmen. Es ist wohl sehr windig hier, so wie es aussieht. Okay. Wieso verändert sich jetzt hier dauernd die Umgebung? Kleiner Horrorfilm? Nein. Obwohl ich mir schon vorstellen könnte, dass gerade solche Geräusche sehr, ich will jetzt nicht sagen horrormäßig, aber doch sehr erschreckend sind, gerade wenn man blind ist. Oh, nicht schon wieder Möwen, bitte nicht. Ich hasse diese Viecher. Boah, hier kommt man ja nirgendwo hin. Ja, das ist anscheinend, ja, das auch zu. Ohne jetzt genau zu wissen, wie die Umgebung aussieht, ist das natürlich mit der Orientierung etwas schlecht. Man kann sich zwar dran orientieren, denke ich mal, dass man immer zu den Tieren hin soll, also sprich immer zu den Geräuschen. Aber das hilft unter Umständen nicht immer weiter. Da ist eine Wand, okay. Um nicht zu sagen, ein Haus. Ja, theoretisch müsste ich ja jetzt eigentlich nach rechts, aber ich komme hier nirgendwo übers Wasser rüber, oder? So, ich rieche Fisch. Oder auch nicht. Ich rieche die Kanalisation, so wie es aussieht. Es könnte, es ist keine Brücke, okay. Ja, das ist nicht das, was ich jetzt hier brauche. Das ist wahrscheinlich abgeschlossen hier. Oh nee, da kann ich hinterherlaufen. Das ist schon mal gut. Das ist aber eher schlecht, weil es sieht aus, als ob da hinten jetzt gleich ein Haus kommt. Jetzt habe ich natürlich überhaupt gar keine Orientierung mehr und weiß nicht, wo wir jetzt genau sind. Das ist jetzt aber nicht der Weg, den wir am Anfang gekommen sind. Ne? Sonst wäre der doch freigelegt hier vorne. Obwohl anscheinend doch. Hä? Aber wieso lege ich den jetzt hier wieder neu frei?
Ja, da ist der Kater. Das ist ja doof. Also nicht, dass da der Kater ist, sondern... Hä? Hier ist alles zu. Gut, das kann ich verstehen, weil da würde man jetzt wahrscheinlich nach unten in die Tiefe stürzen. Oder so. Ich weiß nicht, das soll wahrscheinlich Wasser sein da unten. Ist denn hier keine Möglichkeit, darüber zu kommen? Hier ist ein Haus. Von da oben sind wir doch gekommen. Da können wir doch auch nicht rüber, oder? Ich gehe da jetzt trotzdem noch mal eben gucken. Also irgendwie müssen wir doch da auf die andere Seite kommen. Ich weiß nur nicht wie. Ich meine, das Einfachste wäre natürlich einfach das Gittertürchen zu öffnen. Aber, naja, gut, andererseits, wenn es abgeschlossen ist oder so, dann kann man das natürlich auch in der Realität nicht machen. Das ist mir schon klar. Was mich halt so irritiert, wir sind doch von hier oben gekommen. Und da gab es doch meines Erachtens nach keine Möglichkeit, hier irgendwie zur Seite abzubiegen. Hier ist jetzt auch wieder alles nur Mauer. Ja. Aber da bin ich doch hergekommen. Wieso ist das jetzt wieder alles weiß? Das verstehe ich nicht. Okay, und ich darf hier auch nicht wieder zurückgehen. Okay. Gucken wir mal, was hier oben ist. Da ist die Kante. Also dementsprechend. Ja. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass wir wirklich unten rum müssen. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, wir sind ja von hier gekommen. Deswegen hätte ich das jetzt seltsam gefunden, wenn wir da jetzt irgendwie nochmal zurück mussten. Aber da müssen wir wirklich wieder einen riesigen Umweg laufen. Und ich sehe im Moment noch nicht so genau, wie wir das machen können, weil ich habe da jetzt auch keine Brücke gesehen. Es war jetzt soweit alles abgesperrt Richtung Wasser. Können wir eigentlich nur noch diese Sperrzone, sage ich jetzt mal, die entlang gehen und dann hoffen, dass wir irgendwo was finden? Tja. Vielleicht kommt ja doch irgendwo hinten nochmal eine Brücke oder irgendwas, damit wir rüberkommen. Ansonsten bin ich jetzt ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfragt. Hier war, glaube ich, alles zu, ach komm, lauf. Okay, da ist auch wieder alles abgesperrt. Okay, das war das, wo ich gesagt habe, ich rieche Fisch und es war dann doch die Kanalisation oder so. Okay. Ach komm, bleib doch nicht immer hängen, sondern geh doch einfach hier entlang. Ist doch wirklich Platz genug da. Okay. Ja, also sie stellt sich vor, dass der Kater hier runtergegangen ist. Von mir aus. Der ist zwar komplett auf der anderen Seite. Warum sie jetzt gerade denkt, dass er hier runtergegangen ist, weiß ich nicht. Aber wir folgen einfach mal dem Weg. War ich hier jetzt schon mal? Oder warum ist das alles so offengelegt da oben? Da sie wusste, dass Nani in der Nähe sein musste, stellte sich Ray mutig dem Sturm. Oh. Das kann nichts Gutes heißen. Ach, das ist gar kein Wasser hier unten. Okay.
laufen wir einfach mal mutig weiter durch das Wasser, was kein Wasser ist, sondern was eigentlich was eigentlich Erde ist. Und hoffen wir, dass wir irgendwo mal irgendwann ankommen. Weil im Moment laufe ich nur geradeaus durch das weiße Nichts sozusagen. Und komme mir so ein bisschen vor, als ob ich hier gerade Richtung Himmel spaziere. Okay, es scheinen irgendwelche Gerüche zu sein. Hier ist aber jetzt noch Wasser, oder? Okay. Da ist ein Zaun. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder alles hier? Bist du eine Brücke oder sowas? Oder? Kann natürlich sein. Aber jetzt laufen wir doch wieder zurück in die falsche Richtung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja hier überhaupt nichts erkennen, so wie sie jetzt hier läuft und wie das hier frei wird. Ja, hier ist schon wieder alles zu. Oha. Was jetzt? Okay, anscheinend stellt sie sich vor, dass der Kater mal hier war oder eben hier gesessen hat, keine Ahnung. Jetzt zumindest offenbar nicht mehr. Moment, kann man da hoch? Ja, perfekt. Okay. Es ist jetzt alles irgendwie so komisch gebröckelt hier. Deswegen weiß ich nicht mal, was das sein soll. Ob das jetzt eine Art Brücke sein soll, ein Weg nach oben, keine Ahnung. Ich höre den Kater immer noch nicht. Jetzt sag mir aber bitte nicht, dass ich jetzt wieder das Stück zurückgehe, was ich eben runtergegangen bin. Weil dann wäre ich im Kreis gelaufen. Das wäre doof. Das wäre richtig doof. Ich gehe jetzt einfach mal so lange geradeaus, bis ich entweder hier runterstürze oder irgendwas im Weg steht. Aber unten, das sieht aus, als ob da Wasser ist. Okay. Da stellt sich mir was in den Weg. Wortwörtlich. Es ist ein Eisgeschäft, okay. Geht's hier weiter? Es ist schon, es macht einen irgendwie schon kirre, wenn man die ganze Zeit so am Abgrund steht und nichts machen kann. Oh Gott, ne. So, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt muss. Ob ich jetzt nach rechts muss, ob ich nach links muss. Keine Ahnung. Ich drehe gerade ein bisschen durch. Okay, hier ist anscheinend nicht richtig rum gewesen. Wenn ich überhaupt richtig rum bin, das weiß ja auch keiner. Wieso ist das hier weiß? Hallo. Ich brauche Boden unter den Füßen. Okay. Also da hinten sind wieder welche. Da geht's auch nochmal rum. Normalerweise habe ich ja gesagt, immer den Stimmen hinterher. Aber das scheint nicht ganz so zu funktionieren hier. Was sind hier? Doch, hier ist aber abgesperrt. Aber nach rechts kann ich da hinten auch nicht. Okay, hier geht es noch ein Stückchen weiter. Der Tunnel liegt auf ein Stückchen. Da ist ein Auto drauf, kann das sein? Oh Leute, was macht ihr hier mit mir? Ganz ehrlich, also das hier finde ich jetzt gerade echt schlimm. Weil ich wirklich null Plan davon habe. Oh, sie ruft sie. Beziehungsweise ihn. Ist ja ein Kater. Oh nein, komm. Jetzt hast du mir so einen kleinen Brocken hingeworfen, dass ich Hoffnung habe. Und dann wird mir der Weg hier wieder versperrt. Ah.
Also was ich anfangs wunderschön fand und auch natürlich sehr logisch gemacht, verfluche ich jetzt gerade, weil ich wirklich absolut keine Ahnung habe. Das sieht immer so aus, ob sie gleich hier irgendwie von der Kante runterfliegt. Das finde ich so besonders schlimm. Oh. Was zur Hölle ist das? Das sieht jetzt irgendwie nicht so besonders einladend aus. Aber wir laufen trotzdem mal drüber. Ist das irgendwie vielleicht sowas wie eine Brücke, die sich öffnet, wenn da ein Schiff durchfährt oder so? Also ich kenne das. Ich habe das einmal im Leben, habe ich das irgendwo gesehen. Die ging aber so nach oben offen. Dummerweise ohne groß was vorher anzugeben. Also das fand ich ganz toll, weil ich nämlich da mit dem Auto rübergefahren bin. Läuft das hier parallel oder ist das hier eins? Oh Gott, die laufen bestimmt in eine völlig falsche Richtung. Das weiß ich jetzt schon. Nein, da hinten ist. Ich sehe die Katze. Der Regen ließ nach und das vertraute Geräusch wurde immer deutlicher. Und dann verschwindet der Kater bestimmt wieder. Nein, ich komme wieder nicht ran, oder? Komm mal hier rein. Jetzt höre ich den Kater links aus meinem Ohr. Also aus dem Kopfhörer. Nein! Es wurde ja doch schnell von einem Laut übertönt, den Nanny niemals von sich gegeben hätte. Ich wusste es, das ist ein böser Kater. Oder Katze oder was auch immer. Du bist auch böse, oder? Ja. Die ganze Mühe für umsonst. Ich hab's gewusst. So eine Schweinerei.